So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ja, das ist ein Vlog. Das heißt, ich kann meine Kamera jetzt wieder hier so rumbewegen und alles mögliche. In dem heutigen Vlog geht es um ein Thema, was Berufe betrifft. Wenn ihr 15 seid, dann könnt ihr in Österreich die Entscheidung treffen, einen Lehrberuf zu machen. Und heute werde ich in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich ausprobieren, wie das wäre, wenn ich das damals gemacht hätte. Und ich bin heute praktisch einen Tag lang Metalltechniker. Ich bin selbst schon mega gespannt, was mich erwartet, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, was ein Metalltechniker so macht oder beziehungsweise was der Aufgabenbereich von dem ist. Und das schauen wir uns jetzt an. So, und dann sind wir jetzt auch schon im ersten Betrieb. Das ist der Weidenthal. Das ist ein Metalldrücker von der Branche. Habe ich selbst noch nicht gekannt. Ich bin gespannt, was mich da drin erwartet. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. So, hallo? Ja, hallo, grüß Gott. Ich bin der Chef von der Firma Weidenthal hier. Begrüße Sie herzlich. Also wir sind jetzt in der Firma drinnen, Metalldrücker. Ich wollte wissen, wie es so ist, als Lehrling bei Ihnen im Betrieb zu arbeiten. Ja, wollen wir uns das mal anschauen? Gerne. Ja. Also wir bekommen zum Beispiel ja, diese Platte in diesem Zustand quadratisch von einer Firma auf der automatischen Rundschneidemaschine wird die Platte hier eingelegt. Auf dieser Maschine hier wird zum Beispiel, das ist eine Metalldrückmaschine, hier wird zum Beispiel Eisen, normales Stahlblech, ja, rotationssymmetrisch verarbeitet. Das heißt, auf einer Drückform, die aus Polyamide oder Stahl ist, wird mit einer Hilfe einer Drückrolle mit der Hand das Teil verformt. In unserem Betrieb wird immer stetig ausgebildet. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir Lehrlinge bekommen, ja, junge, engagierte Leute, die was natürlich sagen, sie wollen natürlich handwerklich arbeiten, das ist ganz wichtig. Und ich bin ja heute da, weil wir auch eine Figur machen. Ja. Wie funktioniert das? Können wir uns das einmal anschauen bei der Maschine? Ja, können wir sie anschauen bei der CNC-Plattenmaschine. Wir arbeiten rein mit Druckluft. Ja, jetzt wird es sehr interessant. Ja. Das ist ja so, der Strahl selber ja, hat eine Kraft. Wir haben jetzt schon unsere ersten Teile bekommen für die Minecraft-Figur, die praktisch dann aus Metall entsteht durch die ganzen Stationen. Einmal das Schwert, was hier rausgeschnitten wurde von dem Plasma-CNC-Gerät. Dann gedrückt wurde ein Sockel, worauf das Ganze dann stehen wird. Und wir haben auch schon den Torso und den Kopf von der Figur. Also es geht schon voran, wir haben schon einige Teile. Gut, dann bedanke ich mich für die Zeit, für die Führung im Betrieb, dass ich gesehen habe, wie das aus der Sicht eines Lehrlings ausschaut. Ja, ich danke, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich ein Interesse gezeigt haben bei unserem Betrieb. Ja. Und ich hoffe, dass Sie auch einmal vielleicht Metalldrücker werden oder einen Metallberuf erlernen. Ja? Dankeschön, ja. Danke fürs Kommen. Wiederschauen. Danke. So, mit meinen Teilen, dem Schwert, dem Körper, dem Sockel und der Maske, gehe ich jetzt zur Schlosserei Gebrüder Haas. Und dort werden wir das Ganze in ein 3D-Modell anfertigen und Arme und Beine dran machen. Wir sind jetzt bei den Gebrüdern Haas und unsere Figur bekommt da Beine und Arme, die dran geschweißt werden vom Schlossersektor. Und da hilft uns der David, der Lehrling und der Werkstättenleiter. Und ich hoffe, das wird was. Sehr interessant zu sehen, wie da hinten gerade alles entsteht. Von Kopf bis Fuß, das merkst du halt, wird in 3D gemacht. Also mit den ganzen Eisen. Und die Beine werden ausgeschnitten und die Arme. Und das wird dann gleich alles zusammengeschweißt. Während solche Sachen wie die Figur, die da gerade noch gemacht wird für mich, so Kleinigkeiten sind, was die machen, arbeiten die auch an viel größeren Projekten. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Heftig, oder? Vielen Dank. Noch viel Sinn, vielen Dank. Danke dir. Tschüss.
Geschenk. Weiter geht's. Ciao. So, nachdem ich mir meine Figur jetzt fertig zusammenbauen lassen habe, ja, mit der gehe ich da jetzt zum Galvanisieren. Ah, servus. Ja, ich habe leider beide Hände voll, aber freut mich, ja. Das mal abnehmen. Mir ist gesagt worden, bei euch kann ich galvanisieren, ja. Das ist richtig, also das ist auch ein Punkt der Metalltechnik. Jawohl. Und das sind die Sachen, die ihr da drauf machen könnt? Das sind einige Beschichten, wie wir es bearbeiten können, ja. Ja, Golden. Ich fand das ganz gut. Was ist das? Das ist Nickel poliert. Und geht das, wenn ihr das da drauf macht und dann poliert es auf die Figur? Würde für die Oberfläche empfehlen, ja. Okay. Das ganze Ultraschall. Das ist ja grob in Fettung. Relativ laut, ja. Das wird immer reiner. Welches von diesen Bädern würde meine Hand verätzen, wenn ich reingreife? Alle? Nein, alle nicht. Aber das brennt ein bisschen, zum Beispiel Salzsäure, ja, wenn man mit der Hand reinkommt, ist nicht gesund. Okay. Aber man hat jetzt nicht gleich Verätzung. Okay. Ja. Es brennt ein bisschen. Ich habe jetzt da den Bernhard. Der Bernhard ist ausgelehrter Lehrling hier in der Oberflächentechnik. Und was machst du so normalerweise? Du bist auch beim Schleifen. Das heißt, du bearbeitest die ganzen Figuren vor, bevor sie ins Bad kommen und dann galvanisiert werden. Grobschleifen, Feinschleifen. Und wie war die Lehre für dich? Anstrengend. Anstrengend? Körperlich anstrengend, oder? Ja. Das auch, ja. Viel zum Lernen in der Schule. Okay. Aber geschafft ist geschafft. Geschafft ist geschafft. Ja. Na dann herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. So, das war's bei der Firma Wittger mit der Oberflächentechnik und meine Figur ist fertig, wie ihr seht. Tada! So schaut's aus. Jetzt verschliffen noch. Wert. Zack. Jetzt darf ich sie dir feierlich übergeben. Dankeschön vielmals, ja. Dann, ich habe jetzt leider keine Hand frei, aber ich bedanke mich herzlich bei euch. Und bis zum nächsten Mal vielleicht, ja. Dankeschön. Danke. Bitte. Tschüss. Ciao, Baba. Tschüss. So, nachdem ich jetzt meine fertige galvanisierte Figur habe mit meinem Schwert, fehlt hier noch ein Ding in der Mitte. Und da habe ich mir gedacht, da kommt eine Tür rein, damit das eine Funktion hat. Und da bin ich jetzt bei der Firma Weinrank. Die machen Scharniere und sowas in die Art. Und ich hoffe, dass ich da eine Tür bzw. ein Schloss dafür kriege. Hallo? Hallo? Bei Ihnen kriege ich hoffentlich für meine Figur ein Scharnier bzw. eine Tür, wo ich dann was reingeben kann mit einem Schloss vielleicht. Geht das? Wäre das ja, möglich? Kommen Sie genau richtig. Super. Und sowas machen wir. Genau. Perfekt. Die Bauerstumpf, ja. Ah, der ist hin. Was machen wir jetzt? Ist das mein Fehler? Mhm. Ist mein Fehler? Kann ich ihn reparieren? Geht das? Ich nicht, aber irgendwer sicher. Ich nehme ihn mit, okay? Machen wir es so? Ja. Ich nehme ihn mit und ich repariere ihn. Tut mir leid. Jetzt habe ich da so eine Tür. Vielleicht, das kann man so hier eventuell anschweißen. Mhm. Dann klappt man das hier so auf, weil das besteht aus einem Scharnier im Grunde genommen. Okay. Ja. Super.
So, wir haben das schon hier angebracht, dank deiner Hilfe. Danke dir nochmal, vielmals. Ja, schön, bitte. Sieht super aus, ein bisschen optisch hervorstechend. Gefällt mir. Und deinen Bohrer bringe ich dir nachgeschliffen wieder zurück, verspreche ich dir. Ich warte drauf. Tut mir leid. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Wir sind jetzt bei Wedco und die werden uns hoffentlich helfen, unseren Bohrer zu reparieren, den wir vorher kaputt gemacht haben. Ja. Facharbeiter, die Präzisionswerkzeug schleifen können, gibt es eigentlich nicht am Markt. Deswegen müssen wir sie selber ausbilden. Ich bin jetzt im Betrieb in Wedco und das ist für Präzisionswerkzeug und das Nachschleifen. Ich habe da drei Lehrlinge dabei, zwei im ersten Lehrjahr, seit kurzem da. Und du bist im zweiten Lehrjahr, wenn ich richtig liege. Genau. Und wir werden uns jetzt ein bisschen anschauen, was ihr so in dem Beruf macht. Unser Bohrer ist uns ja leider kaputt gegangen und den werde ich jetzt nachschleifen und dabei wird mir der André helfen. Der ist ausgelernter Lehrling, mittlerweile Abteilungsleiter und mit der Maschine werden wir das machen, oder? Auf jeden Fall. Passt. Machen wir das. So, und hier haben wir schon deinen nachgeschärften Bohrer. Super. Danke dir. Bitteschön. Wie neu. Natürlich. Danke. Bedanke ich mich für den Bohrer und danke für die Führung durch den Betrieb. Hat bitte gerne. Ja? Ja. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe meine Figur da und ich bräuchte für das Dürrl ein Schloss. Können Sie mir da helfen? Ja, da können wir Ihnen weiterhelfen. Das wäre super. Einmal bohren. Mhm. Einmal fräsen. Mhm. Da können wir auch fräsen, da können wir gravieren. Okay. Also alles ist modern. Als erster nehme ich mal die Schließnase runter, dass ich die Kegelmutter anschrauben kann zur Fixierung des Schlosses. Dann steckt man den Zylinder einfach durch und mit der großen Mutter fixiert man dann den Zylinder gegen das Rausrutschen. Wenn man das soweit hat, kann man wieder die Schließnase montieren und man kann dann den zusperren. Nein, verarscht. So, das Ding ist jetzt gesichert. Danke vielmals. Bitte sehr. Dankeschön. Wiederschauen. Wiedersehen. Danke. So, ich bin endlich wieder zu Hause. Es war ein wirklich, wirklich anstrengender Tag, aber ich habe viel Spaß gehabt und ich habe viel über das Leben als Metalltechniker gelernt in den verschiedenen Lehrlingsausbildungen und das ist echt interessant gewesen, muss ich sagen. Ich hatte selbst gar keine Vorstellung, was man da genau machen muss in jeder Branche, zum Beispiel Oberflächentechniker mit den ganzen Bädern, mit dem Galvanisieren. Echt interessant. Oder, keine Ahnung, was hat euch am meisten interessiert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall super happy mit dem Endprodukt, dem kleinen Kollegen hier. Da haben wir echt was geschaffen und den ganzen Tag sind wir rumgefahren, haben verschiedene Berufe gemacht, um die verschiedenen Teile anzufertigen und alles zusammen hat dann zu einem Endprodukt geführt, womit man, ja, zufrieden sein kann, würde ich sagen. Falls ihr euch für die ganzen Lehrlingssachen interessiert und vielleicht mehr sehen wollt oder selbst den Lehrer als Metalltechniker beginnen wollt, dann guckt doch gerne mal in die Beschreibung. Ich habe viel mehr Infos da unten verlinkt, wenn euch das Ganze interessiert hat. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Ich würde sagen, der Typ hier wird jetzt seinen Platz neben meinem Play-Button finden und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.